Deutschland hat sein Auftaktmatch bei der WM in Katar 1:2 gegen Japan verloren. Vor dem Spiel hatte sich die Mannschaft aus Protest den Mund zugehalten. Zwar konnte İlkay Gündoğan einen Foul-Elfmeter verwandeln, doch dann legte Japan mit 2 Toren nach. Geschossen von Ritsu Doan und Takuma Asano, die beide in der Bundesliga spielen.